Und damit willkommen zurück zu 8-Bit Armies, ich hab's noch im Kopf. Zum Live-Let's Play. Die Entspannung erwartet uns. Wir kriegen das Raketensilo vor der Artillerie. Warum? Ah. Wir kriegen zwei MG-Hubschrauber und. Ja Gott, es. Ja. Keine Flugeinheiten ausbilden. Ja, okay. Dann schauen sie alle Gegner. Okay. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ohne seine Luftunterstützung wird Cordoba Mühe haben, seine Stellung zu befestigen, ehe wir ankommen. Wir sind jedoch nicht auf dem Weg dorthin. Wir haben Meldung erhalten, dass der Feind seine alten Nuklearsilos nachrüstet. Mit diesen Blaupausen und Materialien können wir unsere eigenen Atomwaffen herstellen. Ach, leg mich doch mal, Schass. Ah. Superwaffen im Spielen. Ah. Jedes Mal so verdammt nervig. Gibt es Kisten? Da, beim Gegner, in der Mitte, ja auch. In transit. Yes, ATC. Refinery complete. Okay. Keine Flugeinheiten ausbilden, das ist okay, das schaffen wir. Location received. Roger that. So. Ich weiß nicht, was ich da einsammle, aber ich sammle irgendwas ein. Ja, Strom. Stimmt, wir haben ja noch ein Radar-Ding bekommen. So, wen wollen wir zuerst erledigen? Den da oben? Den da oben, okay. Ah, wir haben Sammler rausbekommen, okay. So, wir wollen Panzer haben. Wenn die keine Lufteinheiten haben, hoffe ich mal einfach. So, dass die schon wieder erledigen. Ich meine, wir haben 8 Sammler. Sollte eigentlich reichen, oder? Oh mein Gott! Okay. Das sind einige. Aber jetzt ernsthaft, das sind einige. Wir sollten mal Gebäude bauen, ne? Das war nicht ganz so schlau, die so lang zu ziehen. Da kommt jetzt einiges an, okay. Oh, weiter nach hinten. Mehr. Alle 6, da sind 2, da sind noch 2, okay. Let's go. Yes, sir. Yes, command. Flying out. Ja, nee, der Motor muss noch weg. Ich glaube, der würde mich sonst einfach nur nerven.
So, dann, was haben wir denn hier? Einheiten, die geparkt sind, aber nur okay. On the move. Flying out. On the hunt. Motor pool complete. Constructing. Loud and clear. Da oben muss ich nicht rein, aber es sind Kisten. Coordinates received. Wir wissen, was in den Kisten drin ist. Scheiß Sammler. Komm schon, fahr durch. Lauf durch. Was war da? Was war das? Also, am besten will, was war das? Motorpool complete. Dann baut mehr. Ich will meine Haubitzen haben, meine Artillerie. Irgendwann kriege ich sie noch, keine Sorge. Oh mein Gott. Nett, danke. Dass ich genau da war. Schlaue Türme sind nicht immer gut, vor allem wenn sie gegen mich sind. Yes, Command. Go left. I'm here. Rush. Nein, hört auf. Ich habe euch nichts getan. Nur friedlich repariert. Sehr friedlich. Hol mal die. Okay, das sind einige. Und noch mehr. Noch 2 Minuten für das letzte. Ja, das ist kein Problem. Die nächste Nuke ist fertig. Ah. Da hinten holen sie das Geld. Ja, ist okay. Yes, Command. Na, die da unten interessieren mich nicht. Mich interessieren nur die da oben. Schön, dass sie da ein bisschen einen kleinen Stau hatten. Stau beim Gegner ist immer was Schönes. Damit und weg damit. Wo ich gerne wissen würde, was da hinten drin ist. Von daher. Hello?
Ja, mehr Einheiten. Incoming, was? Mission complete. Schön. Schön, schön, schön. Gut, nach dieser Entspannung gehen wir doch ins reinigende Feuer. Jetzt, da wir die Pläne und nuklearen Materialien besitzen, ist die Zeit gekommen, ein paar Silos zu errichten und zu testen. In dem Gebiet gibt es einige Außenposten, die eine optimale Schießübung abgeben. 5 Raketensilos bauen, okay. Schon sie alle drei gegnerischen Raketensilos, die sind Bronze, okay. Also, ja, ist in Ordnung, kommt auch an, wie viel wir jetzt anfangen. Geil, tue ich mir gar keiner. Spiel ist nicht gnädig. Das sind Kisten. Auch Kisten. Aber hier sind Gegner. Noch eine Raffinerie. Und dann brauche ich Strom. So, dann mal dahin. Dezente Explosion überall. Fuhrpark. Das ist eine altbewährte gute Taktik. Sie hat bisher immer geholfen, also werde ich sie weiter nutzen. Bis ich Artillerie habe, dann werde ich die auch benutzen. So, habe ich noch ein paar mehr Einheiten. Zack. In the air, Commander. Nein, ich wollte euch alles. Egal. Location received. Sprung 1. Roger that. Mehr oder Pult. Geht mal alle dahin. So, und ihr kommt jetzt dahin. Dahin passt. Orders. Let's go. Repairing. Commando here. Sieht ja halt nicht viel aus. Oh, ich muss selber welche bauen. Komm, dann fangen wir jetzt. Ja, wir haben gerade mal einen 4er Bonus. Ich mach beim 6er Bonus. Oder 7er Bonus. Wohin? Okay. Keine sehr wirklich schlimme Entscheidung, dass das dahin gegangen ist. Ich meine, ich brauche unbedingt mehr Strom dadurch. Und ja, es sollte auch der RZ aufgefallen sein. Man spielt derzeit immer nur gegen, wir sind die Abtrünnigen und wir spielen selbst gegen die Abtrünnigen. Aber es gibt ja theoretisch auch noch die Wächter und, bei besten Willen, ich weiß nicht, warum man nicht kein einziges Mal gegen Wächter spielt. Es kann sein, dass die Wächter erst im Nachhinein hinzugefügt wurden, weil es gibt ja eine DLC-Kampagne von denen. Aber als was man dann spielt, also man wird es wahrscheinlich als Wächter spielen, logisch. Aber gegen wen man dann spielt, das ist dann die andere Frage. Vehicle crate. I'm going,
I'm going. Okay. Ob man dann Wächter gegen Wächter spielt oder Wächter gegen Abtrünniger. Wo Wächter gegen Wächter auch? Keine Ahnung. Es klingt immer seltsam, wenn die Fraktionen gegeneinander selber spielen. Und 5 Stück von den Bauern, die kosten jeweils mal 200 Strom. Also ich muss immer... Theoretisch kostet ein Raketensilo 1800. Ah. Schon richtig, geht da oben hin. Ignoriert das hier einfach. Wir hätten sogar immer genug. Und ja, auch die Abklingzeit wird jedes Mal verringert. Und ich weiß nicht, wie gering man die kriegt. Auf jeden Fall sehr gering. Wirklich, wirklich gering. Oh Gott. Ja, durch ein zweites haben wir sind jetzt bei 2 Minuten 15. Statt 3 Minuten. Tank ready. Crush him. Vielleicht sollte ich lieber aufhören. Ich brauche das Geld für die Silos. Kosten 1500 auf 30 Sekunden. Ist nicht ganz so günstig. Ja, und jetzt habe ich schon eine geringere Abklingzeit, als die das haben. 1 Minute 41, 25, okay. Power plant complete. Ich meine, ich kann es ja irgendwann mal ausprobieren, wie gering das geht, wenn ich einfach gegen eine einfache KI kämpfe und die Dinge einfach spam ohne Ende. Strom. Constructing. Ich meine, wenn ich jetzt den nächsten fertig habe, dann habe ich das so oder so gewonnen, also von daher. Tank ready. Orders. Na kommt. Kommt mal oben rein. Let's go. Aber ich kann Feuer selbst eine reinschießen. Bevor das überhaupt ansatzweise auch nur. Power plant complete. Constructing. Kann das einfach so machen? Man sieht aber keine hochfliegen, leider. Schade. Weil eigentlich sieht man ja, wie das aussieht, wenn die draußen sind im Vorschaubild. Ah. Und es wäre schön, wenn man mehr Hauptquartiere bauen könnte, um halt eben die Abklingzeit von den Gebäuden auch runterzukriegen. Dass man die schneller bauen kann. Aber ich schon 2 Missionen gespielt, Alter. Wie schnell die Zeit vergeht. Weil ich sehe immer die Zeit und dann sehe ich mir, 2 Missionen sind vorbei, cool. Ah,
Beispiel ein Raketensilo und zwei Kraft. Wir haben drei Kraftwerke durch diese Mission bekommen. Das ist richtig viel. Gut, aber das war's mit dem reinigenden Feuer und der Entspannung. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir sehen uns beim Bockspringen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.